Ja, hallo Leute, Steffen von Team Dark Desire da. Ja, ich habe mich jetzt leider unter Anführungszeichen dazu entschlossen aufzuhören. Es war jetzt wieder recht lustig, das 1,5, 2 Jahre wieder zu spielen, vielleicht sogar ein bisschen länger, aber mir wird das Spiel einfach zu teuer. Die Karten werden einfach overpriced bis zum geht nicht mehr. Die Community ist auch ziemlich schwul, also es wird gescannt bis zum geht nicht mehr. Ich stecke so viel Zeit in meinen Channel und kriege dafür null Dank, also überhaupt keinen Bock mehr drauf, aber ja, genug dazu. Ich zeige jetzt alles her, was zum Verkaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich es einzeln verkaufen werde. Es wäre mir wesentlich lieber, wenn ich alles auf einmal verkaufen würde, dass ich nicht auf irgendetwas sitzen bleibe oder so, aber ja, mal schauen. Es wird nicht günstig, das sage ich gleich, weil ich habe ausgerechnet, allein mein Gravekeeper-Deck geht über 300 Euro, wirklich vom Wert her, aber ja, egal, ich fange jetzt mal an mit den Matten da. Sind eh nur drei. Einmal die selbst gemacht hat, aber die ist schon ziemlich zerkratzt. Und ja. Dann die Gravekeeper, die wollten einige. Ja, mir ist am liebsten, wenn ich echt alles auf einmal verkaufe. Weil ich Angst habe, dass ich sonst auf extrem viele Scheiße sitzen bleibe. Also ja. Dann ja, dann noch die Star Strike Blast Matte. Ja, so, dann fange ich mal an. Also ich gebe wirklich alles her, alle Commons, alles was ich habe. Ich fange mal an mit dem Gravekeeper Deck. Das will ich im Notfall auch einzeln verkaufen, weil das schon was bringt. Also ist wirklich sehr schönes Deck. Einmal eine Gold PTH, Ultra TT, Top Mint First, Super Solem, Ultra MF, Top Metal Riders, zwei Ultra Warnings, zwei Super Prison, nicht mehr so schön, aber sieht man nicht wirklich was, dass es so beschädigt sein sollte. Rare Books, Super Rare, Dark Hole, zwei Stelen, zweimal Wonderwand. Zwei Holo MSTs, drei Ports, drei Super Necro Valley, zwei Secret Rio, zwei Super Assailants, ja, drei Abkömmlinge, drei Anwerber, drei Ultimate Kommandanten, wobei der eine da schon ein bisschen kaputt ist. Dann ein Gold Spy, zwei Super Rare Spies, der eine hat doch schon einen Knick, das ist der, ja, den sehe ich hier nicht mehr so hoch, man sieht es leicht mit den Wolken. Aber es ist nicht so stark. Also man ist schon stark, aber man sieht es nicht wirklich. Ja, es sind nur zwei Proxy-Wähler, also die sind nicht dabei. Ja, das war das Deck. Ich meine, es wird jetzt vielleicht vielen teuer vorkommen. Unter 300, aber ich gehe es mal durch. Der Top Spy Super geht sicher 35. Den kaputten sehe ich auf 25 in etwa. Gold sehe ich nicht hoch, 4 vielleicht. Ulti-Kommandanten, die zwei schönen 15, den gedamagten. Ist schon ziemlich kaputt. Sehe ich nur noch 7 bis 8. Ein Recruiter sehe ich schon. 3 jeweils. Ist man auch schon auf 9. 3 bis 4 vielleicht sogar. Ist sehr spielbar. Upcurling 2er Stück. Die 10er Stück. Die 15er Stück. Das 5er Stück. Das Playset 20 in etwa. Also so 6 Euro in etwa. MSTs, ja, glaube ich, habe ich 6 bis 7 Stück gerechnet. Die jeweils 10, jeweils 1. Das habe ich so 7, das 3 bis 4. Das jeweils 10. Das 20 jeweils, sind beide Ultra noch. Die 15 etwa. Das, glaube ich, habe ich so 7, 8 auch. Den auch, 7, 8. Und die 10, weil es ja gut wird, wenn die Priorität weg ist. Also ja, wenn das Gravekeeper Deck wer einzeln kaufen will, gebe ich es wahrscheinlich für 3,50 her, aber am liebsten eben alles auf einmal. Das Deck schmerzt am meisten, das wegzugeben, weil das habe ich die letzten 2 Jahre fast gespielt. Habe mir alles mühevoll ertauscht, die Spice, sogar Super Rare, Kommandant Ulti. Ja, was soll's. Dann habe ich versucht, ein Dark World Deck zu bauen. Aber nicht sonderlich viel da, weil ich jetzt schon länger nicht mehr im Laden und nicht da getauscht habe. Ein Common Seal von der 2 Gold Ultra MSTs Top. Common Allure, noch ein Super Dark Hole, eine Tour Guide, die bringt den Preis auch schon etwa um 100 plus in die Höhe. Common Burial, Common Berge, Super Schwerer Sturm, Ultra Rare Wiedergeburt, Super Rewarding. Super Blitzgewitter, das geht auch wieder 15 plus locker. Super Urteil, mein Crush Tractor. Gold TT, zweimal Raven noch.
und Beige. Also, wer Dark World bauen will, hat dann schon in etwa das halbe Deck. Ich meine, Graf von Snow bekommt man eh sehr leicht. Also, dann, ja, macht euch auf was gefasst. Das Video wird ziemlich lang. Exodeck, ein Chimera-Tech, ein Trishula Top First, ein Secret Stardust Top, ein Scrapring Ultra, ein Dark Entering, ein Ancient Fairy in Secret, ein Chaos König Erzhandwettler Ulti, Leviathan, Leviathan Ultimate Top, Kadaster hat schon einen Knick da oben. Ja, das sind Zerproxys, der ist Ultra, Top, Ultra, das ist ein selber gemachter Token für Gorts. Ja, dass man jetzt mal so das, was ich noch an Decks habe, dann fange ich mal mit der Mappe an. Da ist auch einiges drin, fast ein ganzes Leitzone-Deck. Ich werde jetzt ein bisschen reinzoomen. Also Secret Shitty, Secret DRD, Gold, Englisch, Top, schaut richtig geil aus. Zweimal Gorts, bei einem geht schon die Schrift runter, K6er Gold, zwei Chaos, Ultra und Dunkelheber Gold. Ein Wolf Ultra, zwei Super, drei Celeste Ultimate, drei Raikou First Playset, top, alles schön. Zwei Lila Ultimate, top, eine Lumina Ultra, dann ein Orko Super, eine Ultra, eine Eren Secret, ein Hades Ultra, ein Chain Ultra, ein Garot Ultra. Zweimal Ature Beast, einmal Bakion, ein kaputter Black Rose in Ultimate, einer in Secret und ein GN. Ein Hyunle, ein Gottums Ulti, einer Ultra. Ein Ultra Chaos König Erzhandwettler, Dark Entering und, also der ist Ultra. Scrap Twin Ultra, Vajrayana Super, Scrap Archwind Ultra, Rage in Secret, Stardust Super, Formel Rare, Iron Chain Rare, Mercurius Secret, 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 Rare, Secret, Secret, Super, Super, Secret. Da haben wir die ganze Zombie Engine, ein Zombie Meister, Super Rare, amerikanisch, einer deutsch, auch Super Rare, Mizuki Secret, Goblin Zombie Super, Army, Goblin Zombie Secret, deutsch, Spirit Reaper Gold, Honest Ghost, Black Spider RT, Card Trooper Ultra. Dann da noch 6 Pots. Simon Royal Tribute, einmal Red Rare, einmal Green Rare, die sehe ich auch 10 aufwärts, obwohl er jetzt nicht mehr so hoch, weil er gewirkt hat. Dreimal Recharge Ultimate, eine Secret Charge, eine Super Mind Control und eine Super Lanze. Zwei Ketten in Super, ein Storm in Gold, zwei Prison noch in Common, das Urteil Ultra, ist mir teilweise aber schon ziemlich zerkratzt. Dann unten zweimal Cold, einmal Portal, die zwei Operations, Gold, das ist super, zwei Gold-Sarkophage, ein Pot, super rare, die zwei sind Gold, die ist parallel, die zwei sind super. Dann noch X-Sable, alles, dreimal Dark Soul, Ultra, dreimal Nameless Blade, super, dreimal Fullham Rare, zwei Breaker, Ultra, ein Grand Null Gold. Topos Liga Alt, hier schon gedamaged, der ist super rare, der ist auch super rare. Ja, die sind aus der Tindy unteren drei. Drei Shine Bolt, zwei Erden, zwei Hyperion, zwei Birdman, drei Chava, drei Grimro. Also da ist echt von vielen Decks schon das Monster Lineup dabei. Dann, ja, das ist Common. Super Rare Hole, Common Sturm, Common, Dark Hole. Zweimal Super Rare Reinkarnation, Common gesegnetes Licht, zweimal Super Rare, Magical Dimension, kaputter Gold in Super, Grandmaster Gold, drei Spirit Reaper, Gale, Debris, Man Crush, Kommandant, The Salem, Instant Fusion. Ich gehe da jetzt wieder raus und blätter einfach weiter, jetzt kommen eh nur noch Commons fast. Der eine weiße Drache ist aus Banzai und der ist aus PCK oder so.
Es hat schon mehr Crap-Karten. Aber teilweise auch spielbar. Don't Look sind zwei Ultra einer Gold. Ja, das ist alles Common. Der Schiedsmeister ist Green Ray. Ich glaube, es soll grün darstellen. Ja. Der weiß auch, es ist LOP, aber schon ein wenig gedamaged am Rand. Ein Lavagunem ist Secret, der andere ist Ultra. Beide sind Booster. Ravel ist Ultimate, Top, na Top nicht mehr so, aber noch ziemlich schön First. Dann ja, das war's da, das Spook ist nur kommen. Ja, das war dann die Wappe, dann habe ich da noch einen Stoß Commons. Ah, nicht Commons, Holos teilweise. Doch. Ich fange mal an. Der ist Gold, die ist Commons. Secret, lol. Common, 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 common. Zweimal Secret, das ist als Side-Deck jetzt. Die sind genau ziemlich hoch. Einmal super, einmal Secret. Eine Spore, ein Berater. Noch eine Silfe. Die Tornade ist super, die BTH ist common. Sollte man hier erkennen. Playset. Irgendwas. Reborn Rare. Kagekis, Uniteds, Kagemushas, noch eine Lumina, Elfin, Rare BTH kaputt, Tornade super, dann noch was, Dojo, Light, Darkness, 3 Duke Secrets, Visionaries, Diablo Secret, also insgesamt ist es dann schon was wert, er ist auch Secret. Und laufen hat da im Eck schon was Kleines, auch sonst. Ja, das ist Ultra. Da ist noch eins Ultra und eins Super. Sartre Changes Appearance. Ja, dann waren das dann noch ein paar Karten. Dann habe ich da noch eine kleine Common-Mappe, da ist nicht wirklich was drinnen. Also am liebsten nochmal gesagt, wenn ich alles hergebe, ich gebe mir wirklich alles her, was ich habe. Also das wird ein großer Karton mit vielen Commons. Vielleicht schicke ich sogar auf zweimal, also auf zwei verschiedenen Paketen, weil es sonst zu viel wäre. Ja, da ist nicht wirklich was drinnen. Dann habe ich da vier Boxen, aber ich sehe nur, was in zwei drinnen. Da sind halt noch so Oldschool-Holos drinnen. Eigentlich die coolsten Karten, aber leider nicht die spielbarsten. Das ist schon sehr kaputt. Ich gehe einfach durch. Gut, da sind noch ein paar Commons noch dabei. Der ist super. Armen erkennt sich auch, wenn es verkehrt herum ist, glaube ich. Das sind ein paar Commons aus dem Booster. Stratege. Frühe Saat. Kann man spielen, wenn man will. Würde ich aber nicht empfehlen. Ja, was kann ich noch sagen? Es war echt ziemlich lustig, jetzt wieder zu spielen. Besonders mit dem lieben Jakarakurisex, der Julian. Checkt seinen Kanal out. Er ist ganz cool. Ein kleines Kiddy, aber ein cooles kleines Kiddy. Ich glaube, es sind noch ein paar Pokémon-Karten dabei. Kaputtops und so. Also Kaputtops, Tanupto, Hundemon, Ampharos, Kaputo, Kaputops, Kaputops, Kaputops. Gebe ich auch alles dazu, ich brauche das nicht. Ich weiß nicht, ob das was wert ist in Pokémon, ich denke mal nicht so viel. Na, wo sind denn die guten, also die coolen Karten? Sind die doch woanders? Höhlen sind auch einige da, blau, rosa, weiß, lila, grün. Ich habe ziemlich alles dunkelblau.
Hellblau. Ist echt ziemlich alles da. Irgendwie fehlen da ein paar Karten, glaube ich. Muss ich dann schauen. Wie ist denn das alles? Ist das in einer anderen Box? Das sind ziemliche Scheißkarten gerade da. Es kann sein, dass ich dann in ein oder anderen Gefäßen irgendwelche Papieren befinden, das sind meistens Boxes, die ich einfach reingeschmissen habe. Der dann nuckt dann ein Riss, falls das ihn interessieren sollte, und ist geklebt. Hat mein bester Freund damals einfach so zerrissen, weil er eifersüchtig war. Richtig asozial. Dann, was ist da drinnen? Oh Gott, das ist ein Haufen. Ich muss das ein wenig sortieren. Moment. So. Also alles in allem sind das sicher über 1000 Karten, schätze ich mal. Also, ja. Ich glaube, da sind jetzt die etwas besseren dabei. Also die Holos. Schaut so aus, ja. Auf jeden Fall viel mehr Style, die alten, ist vielleicht mehr was für Sammler da jetzt. Ich habe fast jede alte Secret Rare. Besonders, das ist meine Lieblingskarte. Vielleicht sehe ich mir da einen auf, den englischen da. Mal schauen. Da sind noch zwei. Habe ich halt leider so da drin gegangen, weil das eh keiner braucht. Schade um die geile Karte. Also ich habe drei Lieblingskarten, die kann ich nochmal hier zeigen. Das ist Nummer 2. Ja, das ist Nummer 3. Das ist noch einer. Aha. Ja, also das sind meine Lieblingskarten. Das ist Tyrant Dragon. Einfach episches Artwork. Also. Einfach nur nice. Dreiniger Drache, episch. Der hat einen richtig guten Effekt, der war damals eine richtig gute Karte. Den hat man einen richtig bösen Lockdown machen können. Das habe ich auch probiert, wieder aufleben zu lassen, das Deck, aber hat nicht wirklich funktioniert, leider. Ist einfach zu langsam im heutigen Meter. Überläufer. Sehr gute Karte jetzt gegen Dark World. Außendrachen habe ich insgesamt 8, glaube ich. Sind aber auch nicht mehr im besten Zustand. Ein paar sind ganz schön. Einen habe ich aus einem Booster gezogen, das ich mir einfach mal random gekauft habe. Ich ziehe eigentlich recht gut. Angefangen habe ich mit einem Wähler. Na gut, der Tausenddrache war schon vorher. Also einen Tausenddrache in einem Booster, einen Wähler in zwei Boostern, einen Scrap Dragon in einem Booster, der Tourguide in zwei Boostern. Also, in letzter Zeit gar nichts. Und das sind, glaube ich, nur noch Hüllen, oder? So, dann tue ich die dabei wieder rein. Jetzt kommen wir schon langsam zu einem Ende. Das Beste ist, wie gesagt, Gravekeeper Deck, Tourguide, die Mappe, hat auch einiges, was es wert ist. JDs, Slidesman, fast ein ganzes Deck. Ja, besonders dieses Format des Slidesman sehr gut. Was habe ich da drinnen? Leere Booster, das ausschaut. Ich schau halt mal. Ja, leere Booster. Ja. Schicke ich auch mit, falls wer es haben will für die Mappe. Ich habe schon viele Leute gesehen, die es in die Mappe tun. Ja, dann da die was in der Latina was drin und ich mit Tourguide gezogen habe. Also wo ich Tourguide drin gezogen habe. Dann, ja. Dann habe ich da noch ein bisschen was. Die zwei, da bekommt ein Freund von mir, eben der Kalkur 6, weil er braucht die, und wenn ich eh nicht mehr spielen kann, kann ich sie nur schenken, ist eh nichts wert. Das kann man noch in Gravekeeper spielen. Das wäre irgendein Batteriemann-Dreck, den ich glaube, mit Jubilee Legendary Game tauschen
wollte, habe dann aber nicht mal getauscht. Also Batteriemann, irgendwas, OTK, Dreck. Aber gar nicht schlecht, was ich so gelesen habe von den Effekten her. Dann war es das, glaube ich. Ja, die Common Box kann ich noch hier zeigen, eine ganze Schuhschachtel voll Commons. Platz machen. Da ist echt alles drinnen vorhanden. Kann man noch rauszoomen? Nein. Ja, also, das kommt auch alles mit. Da haben wir viele Pokémon-Karten. Auch der hat aber leider schon einen Knick. Cooles Pokémon. Ja, also, Common-Karten ist viel drinnen. Ja, dann. Sag ich noch ein bisschen was. Falls wer irgendwie was kaufen sollte, das Ganze bitte per Kontoüberweisung oder auf PayPal oder was, da bei meiner Mutter dann aufs Konto. Falls ich was einzeln verkaufe, auf jeden Fall nicht unter 20 Euro, also insgesamt, das zahlt sich sonst nicht irgendwie aus, finde ich, besonders nicht. Also ich mache so, wenn 20 Euro, also unter 20 Euro, zahlt sich überhaupt nicht aus zu verkaufen, finde ich, Entschuldigung, dann, ja, wenn mir was kauft von 20 bis 30 oder 20 bis 40, von mir aus kann er das Geld als erstes schicken, dann schicke ich die Karten weg, aber am liebsten wäre es mir allgemein aufs Konto überweisen, weil dann, ja, ist das in 2 Tagen also drüben und ich kann gleich abschicken. Ja. Am liebsten wäre mir echt alles auf einmal loszuwerden. Ja, irgendwas wollte ich noch zeigen, aber ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das war's. Ich werde dann halt die wertvollsten Karten da noch reingeben, dass nichts passiert. Tourguide, Super Raspberry und so Sachen. Ja. Also, das war's jetzt von mir. Meinen Kanal, genau. Ja, ist nicht so recht groß, aber entweder werde ich ihn auch verkaufen oder ich werde ihm einen Freund geben, aber er hat gesagt, er will ihn nicht, das werde ich ihm gleich verkaufen für 10 Euro, was weiß ich was, also ja, das alles bekommt derjenige, der es kauft, einen Preis, genau, einen Preis weiß ich auch noch nicht, da sollte mich am besten anschreiben und ich schreibe dann den Preis, ich muss das noch ausrechnen, aber ich habe wirklich, was ist, es ist ja die Karte, wenn du es jetzt kaufst, zum Beispiel mal, was nehme ich mal, Raio zum Beispiel, bekommst doch ein Secret Baby unter 20 wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich sehe eben eh nur 15. Also ich sehe die Karten nicht, was sie kosten oder was sie wirklich wert sind, meiner Meinung nach. Ja, der Top ist einfach eine Rarität. Den sehe ich auf meine 40 oder so. Da kann sagen, wer was er will. Den gedamagten sehe ich eh schon gleich 10 bis 15 Euro weniger. Ja, der ist sowieso nichts wert. Die Kommandanten, ja, sind halt gestiegen wie Gravekeeper. Richtig gute Meter war es auch jetzt noch sehr gut. Recruiter, wenn man kauft, kann man auf jeden Fall 5 Euro rechnen. Ich sehe ihm 3 in etwa. Den 2, T, 10, Tourback hole immerhin. Ja. Also, das war's jetzt. Ja, 24 Minuten neuer Rekord. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ich glaube nicht. Ja, vielleicht sollte ich noch sagen, wieso ich das Ganze jetzt verkaufen will. Eigentlich nur aus dem Grund, ich brauche Geld, weil ich mich meinem eigentlichen Hobby widmen will, nämlich die Musik machen. Ich mache Hardstyle-Musik seit circa 4 Jahren. Ja, will jetzt mir endlich mal einen Synthesizer zulegen, am besten einen Excess Virus TI Polar 2, aber den wird niemand kennen. Und der kostet, wenn man ihn neu kauft, satte 2.400 bis 500 Euro. Ich meine, ich kaufe mir sowieso keinen neuen, so viel. Ich schaue, dass ich gebraucht einen bekomme. Ich habe jetzt auch meine PSP verkauft, meine gebannte Xbox verkauft. Eine Xbox will ich mir auch wieder zulegen, jetzt weil die M3 draußen ist, muss ich wieder reinkommen. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ja, aber wenn ich jetzt alles in allem zusammenrechne, was ich jetzt so verkaufe, könnte ich an die 1000 Euro insgesamt kommen. Dann halt wieder ein bisschen was weg für die Xbox, so 250, wäre ich auf 750 noch übrig, könnte ich mir ein Ding kaufen, einen Synthesizer. Die kriegt man ab 600 aufwärts. Also, ja, so. Jetzt wisst ihr alles, denke ich, was ihr wissen sollt. Und tschüss.